ich würde gerne noch mit einem Mann reden, der tatsächlich es schafft, sich in Höhen und Tiefen zu begeben, wo wirklich gar nichts mehr funktioniert. Er ist jemand, der Extremsituationen aller Art sich selber in sein Leben als Aufgabe gegeben hat. Er war der erste Mann, der ohne Sauerstoff auf den Mount Everest gestiegen ist. Er ist durch Eiswüsten gelaufen, durch Sandwüsten. Und er ist einer der wenigen, die aus den eigenen Grenzerfahrungen so viel Lebensweisheit zieht, die er auch noch so toll erzählen kann, dass wir alle davon profitieren können. Herzlich willkommen, hier ist Reinhold Messner. Hallo Herr Messner, schön, dass Sie da sind. Bitte Platz nehmen. Hallo. Ich habe Sie jetzt vorgestellt als jemand, der vor allem in der Natur unterwegs ist. Aber ich weiß, also ich meine, Sie kriegen auch diese ganzen großen Fragen mit. Krieg in der Ukraine. Beschäftigt Sie das sehr? Das beschäftigt mich sehr, ja. Und gucken Sie auch so drauf, wie wir jetzt hier diskutieren, was soll Europa tun? Sollen wir Waffen liefern? Wie kriegen wir diesen, sind wir an der Seite der Ukrainer? Wo stehen Sie? Na, ich sehe in Putin einen kleinen, verletzten, beleidigten Mann, der bis zum Äußersten gehen wird. Und das ist das Problem. Es ist keine Vernunft in diesem Mann. Da ist nur Hass und Wut. Wir haben solche Führer, unter Anführungszeichen bitte, in der Geschichte des Öfteren gehabt. Das hat immer gleich geendet. Und was macht man dann da? Es ist nicht Russland das Problem, sondern es ist ein einziger Mann. Natürlich im Hintergrund ist eine Gruppe von Menschen, die das Ganze stützt. Aber das ist eben keine Demokratie. Da wird nicht darüber diskutiert, sondern da wird nur nach der Vorstellung, vor allem nach der Verletztheit dieses Menschen gearbeitet. Ja, und wie geht man mit einem solchen, also Sie waren selber mal Politiker für die italienischen Grünen im Europäischen Parlament, wo Frau Strack-Zimmermann jetzt hin möchte, und Sie haben Politiker kennengelernt. Sie sind mit Angela Merkel gewandert und anderen auch. Wie geht man mit so einem Ego um, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht? Man redet mit ihm, wenn das überhaupt möglich ist, wohl wissend, dass das alles abprallt. Aber ich bin nicht informiert mit Hintergrundinformationen und deswegen kann ich nicht sagen, ob das nun weiter vernünftig ist, den Ukrainern Waffen zu liefern, welche Waffen zu liefern, auf das eine Pattsituation entsteht. Weil die haben wir nicht. Wir haben auch ganz wenige Informationen und ich glaube auch, dass der Cyberkrieg im Hintergrund, der damit erst langsam in unser Bewusstsein kommt, unterschätzt wird. Wir werden bearbeitet, wir merken das gar nicht. Ich bin generell der Meinung, dass das Internet bzw. die Social Media ein großes Problem werden. Das ist etwas Großartiges, was da entstanden ist. Aber gleich großartig im negativen Sinne sind die Folgen, die wir zu tragen haben. Ich habe generell das Gefühl, dass die Welt nicht untergeht, aber die Welt aus den Angeln geschüttelt wird. Ja, Sie sind Jahrgang 44, das heißt also, Sie haben ja schon einige Weltkrisen auch gesehen. Sie kennen sich ziemlich gut in Tibet aus, chinesisch besetzt. Sie haben den Dalai Lama sehr häufig getroffen, auch über China haben wir heute geredet. Hätten Sie da eine Sicht, ist Europa zu vorsichtig, naiv gegenüber China gewesen in den letzten Jahren? Also die Chinesen haben eine Entwicklung genommen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich war 80 das erste Mal in Peking und dann in Lhasa und in Tibet. Und habe gesehen, wie die Situation ist, einerseits zwischen Zentralchina und den Tibetern. Das war damals eine große Spannung, hat dann zu vielen Selbstverbrennungen geführt. Aber inzwischen ist dieses Problem befriedet. Die Chinesen haben das einfach radikal befriedet. Anders in Xinjiang, ganz im Westen von China, wo Uiguren leben, also Muslime mehr oder weniger, da ist es noch eine Katastrophe. Da sind Millionen von Menschen in KZs untergebracht. Die werden umgeschult, die werden umerzogen. Ja. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe. Haben wir Einfluss darauf? Haben wir Einfluss auf China? Wir haben keinen Einfluss auf China. China geht seinen Weg. Die gehen vor allem auf die wirtschaftliche Eroberung der Welt. Die holen sich die Ressourcen in Afrika, haben riesige Ressourcen in Tibet, das riesengroß, das Tibet, und werden wahrscheinlich relativ in vielen Punkten unserer Wirtschaft oder unseres Gestaltens das Leadership übernehmen
und es nicht so schnell wieder abgeht. Ich bin auch der Meinung, dass Amerika im Abstieg ist. Wir Europäer haben eine Demokratie, die zu sophisticated, sagt man auf Englisch, ist. Ein bisschen zu also es ist zu kompliziert, geworden. Es ist alles nur mehr Verwaltung. Es wird nicht mehr kreativ gearbeitet. Es fehlt der Dialog, es fehlt die Streitkultur, es fehlt die Fantasie, die früher da war. Streiten tun wir und das hoffentlich sehr gut. Sie sind deshalb natürlich auf das Dach der Welt gegangen, weil Sie da erst einmal das Nutzlose erobert haben, wie Sie es ja selber genannt haben, alle 14.000er bestiegen. Es ist kein Geheimnis, Sie werden Ende nächsten Jahres 80. Darf man sagen, es ist ein Wunder, dass Sie überhaupt noch leben? Ja, es ist ein Wunder. Es ist auch die größte Leistung, die ich verbracht habe, bei diesem unnützen Tun zu überleben. Aber dieses unnütze Tun hat mich zur Erkenntnis gebracht, dass nicht die Nützlichkeit das Wichtige ist, sondern die Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit muss gegeben sein, wenn ich etwas Unnützes mit derartiger Vehemenz betreibe. Ich bin unterwegs zwischen der Selbstzerstörung, eventuell, die gilt es zu vermeiden, und alles auszugeben, was ich habe. Die Selbsteinbringung maximaler Natur. Und wenn man dann älter wird und langsam 80 wird, erkennt man, dass das Leben, wenn man am Rande steht, am Rande zum Tod, im Grunde absurd war. Und rückblickend nützt es nichts, wenn ich sage, ich habe ein gelungenes Leben geführt. Sondern es ist wichtig, dass mir diese Fähigkeit erhalten bleibt, ein gelingendes Leben im Hier und Jetzt zu führen. Ja. Und angepasst an mein Alter, das tue, was ich noch kann. Ist der Tod für Sie ein Problem oder das Älterwerden? Also beides nicht. Ich kann noch tadellos altern, aber noch ist es nicht schlimm. Noch ist es nicht so, dass ich mit Gicht herumlaufe. Weil Sie gerade gesagt haben, die Sinnhaftigkeit in dem, was man tut. Hier sind Bilder von 1978. Das ist der Moment, an dem Sie mit Peter Haberler auf den Mont Blanc, auf den Everest gehen. Und zwar eben als die ersten beiden ohne Sauerstoff. Bis dahin gab es diese Wahnsinnsexpeditionen, unglaublich viel Material. Sie haben das ohne geschafft. Was ist denn die Sinnhaftigkeit, wenn Sie diese Bilder jetzt sehen? Was ist Ihnen damals sinnhaft erschienen? Ich lege den Sinn hinein. Nachdem ich weiß, dass das Ganze schon gemacht ist. Hillary und Tenzing sind genau vor 70 Jahren auf den Gipfel gestiegen, erstmals. Ich habe andere Berge vorher schon bestiegen, also große Berge, schwierigere Berge als den Mount Everest. Aber indem ich eben eine bestimmte Art und Weise des Besteigens wähle, mir die Literatur dazu hole, die Engländer haben schon 24 versucht, 1924 ohne Maske da hochzukommen, ist nicht gelungen. Damit entstand ja dieses Vorurteil, dass es nicht möglich ist. Und dass man Schaden nimmt übrigens, wenn man das ohne Maske... Das auch noch, ja. Aber wir sind ja nur zum Versuch aufgebrochen. Wir waren unsere eigenen Versuchskaninchen. Aber indem ich eben nicht nur auf den Everest steigen will, der schon bestiegen ist, schwierige Wände sind schon bestiegen, sondern den ich ohne Maske besteigen will, lege ich Sinn hinein. Dieser Sinn kommt aus mir heraus. Das heißt, das ist mein Schöpfungsakt, dass ich da etwas erfinde, eine Aufgabe, eine Herausforderung, die ich umsetzen will. Und beim Umsetzen entsteht eben gelingendes Leben. Nicht im Rückblick und nicht im weiten Vorausblick, sondern im Umsetzen, Moment. Im Hier und Jetzt. Ich vergesse eigentlich, was ich tue. Ich frage mich nicht, während ich hochsteige, hat das Sinn oder nicht. Ich weiß, das ist nicht nützlich, aber ich habe es mir sinnvoll gemacht in den Jahren vorher, das dauert Jahre, der Beschäftigung ist auch die Motivation entstanden. Im Studium der Vorläufer, im Studium, wie könnte das gehen? Die anderen haben gesagt, das geht nicht. Also wie mache ich es, dass es vielleicht geht? Und wenn ich herunterkomme, ist das vorbei? Natürlich bin ich übermütig und sage, Sie freuen sich, dass Sie überlebt haben? Ja, und ich habe auch erlebt, dass ich nicht zum Erfolg kam, des Öfteren. Fast ein Drittel meiner Taten sind nicht zu Taten geworden, sondern zu Scheitern geworden. Und ich kann tadellos damit leben. Sie haben gerade auch ein Buch geschrieben, also letztes Jahr, und da haben Sie gesagt, es geht im Prinzip auch um Verzicht. Also sehr häufig kommt dieses Wort Verzicht. Und Sie haben gesagt, auch auf den Everest bin ich eigentlich vor allem in dieser Art und Weise durch Verzicht gekommen, weil Sie verzichtet haben auf eben den Sauerstoff. Verzichtet, ich habe verzichten müssen. Ich hätte es nie zustande gebracht, den Everest mit einer schwerfälligen Expedition, sagen wir 10 Leute, 30 Tonnen Gepäck, das ist das Übliche gewesen, eine halbe Million Euro als
Ja, Budget oder Budget. Das hätte ich nicht auf die Beine gebracht als Südtiroler mit einem ganz kleinen wirtschaftlichen Hinterland. Ich habe verzichten gelernt. Bei meiner ersten Expedition, da war ich nur Teilnehmer. Mhm. Bei einer Herlikopfer-Expedition am Nanga Parbat, 70, da hatten wir 9 Tonnen Ausrüstung, 18 Teilnehmer und an die 300.000 Euro Mittel, um das zu machen. Bei meinem Alleingang am Nanga Parbat, 8 Jahre später, brauchte ich 60 Kilo Gepäck, $5.000 und ja, keine Hilfen, keine Seile, keine Zelte. Ich bin einfach ins Basislager gegangen, habe mir ein kleines Zelt aufgebaut und das habe ich dann in den Rucksack gepackt und bin langsam höher gestiegen bis zum Gipfel und zurück. Das war eine ganz andere Welt. Ich war gezwungen, den Verzichtsalpinismus. Und Sie haben aus diesem Verzicht auch Glück gezogen. Also eigentlich haben Sie doch gelernt, so habe ich das jedenfalls jetzt gelesen, dass das glücklich macht, wenn man eben verzichten kann. Das macht glücklich, weil indem ich meine Projekte umsetze, meine Ideen umsetze, entsteht nicht nur gelingendes Leben. In dieses gelingende Leben ist verbunden mit Glück. Aber das Glück wird uns nicht während des Tuns bewusst. Das kommt nachher. Ich weiß nachher, dass ich da oben glücklich war. Nicht am Gipfel, der Gipfel spielt keine Rolle. Sondern generell in diesem Umsetzen, 1:1 im Idealfall, dieser Idee oder dieses Projektes. Viele Künstler haben Ideen und setzen sie um auf Leinwand oder in Noten oder in Worten. Und ich setze eben meine Ideen um, indem ich auf irgendeinen Hügel oder auf einen Berg steige. Vielleicht fiel Ihnen der Verzicht leicht, das schreiben Sie ja auch, weil Sie einfach geboren sind als, ich glaube, eins von, also wir haben 8 Geschwister, 44, Südtiroler Dorf, der Vater war Lehrer und trotzdem war das natürlich auch eine Kindheit, in der Sie wahnsinnig viel verzichten mussten. Ist es so, dass die Generationen heute das eigentlich nicht mehr lernen durch das Aufwachsen, was Verzichten heißt? Also ich habe ja einiges auch geschrieben zu nicht zur letzten Generation. Da ist Hopfen und Malz verloren. Was? Aber mindestens zu den Friday for Future Leuten. Ja. Also ich wünsche mir, das finde ich großartig, was die machen. Fridays for Future. Ja, weiter nicht. Also wenn es dann zu den Klimaklebern kommt, da bin ich sogar in Wut. Das verstehe ich nicht, weil Sie ja ein Umweltschützer sind, weil Sie jemand sind, der immer gesagt hat, wir müssen aufpassen, es tut sich etwas. Sie merken den Klimawandel in den Bergen, der Permafrost taut auf und Sie sehen es, Sie sehen die schmelzenden Gletscher. Was haben Sie gegen die Aktivisten der letzten Generation? Also je nachdem, was Sie machen, nicht? Mhm. Also Friday for Future, bitte. Die machen aufmerksam, dass es ein Problem gibt. Ja, und? Schwänzen am Freitag die Schule und haben ihre Begeisterung dabei. Ja. Aber sie vergessen, indem sie sagen, meine Generation hätte das heraufbeschworen. Sie lassen durchklingen, es war Absicht. Das stimmt nicht. Wir sind viel bescheidener aufgewachsen, und nicht nur ich, sondern alle, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, als diese jungen Leute. Die leben heute vom Reichtum, der entstanden ist in den letzten 80, 100 Jahren. Ja. Das Ganze ist entstanden, weil wir die Aufklärung hatten, weil wir die Industrialisierung hatten und für die Industrialisierung fossile Brennstoffe brauchten, Kohle, Öl und so weiter. Und diese jungen Leute könnten gar nicht am Freitag auf den Platz gehen, Schule schwänzen, wenn es diese Entwicklung nicht gegeben hätte. Aber sie müssten nicht schwänzen, sagen die, wenn sie nicht sozusagen, also wenn unsere Generationen nicht alles verbraucht hätten oder mehr verbraucht hätten, als uns eigentlich zugestanden wäre. So. Ja, aber wer hat das je gerechnet dann? Aber was haben Sie gegen die letzte Generation? Das würde mich interessieren. Also Fridays for Future, okay, letzte Generation, nein. Die versuchen uns zu erpressen. Also wir haben ein Parlament gewählt, also in Deutschland auch. Ich bin italienischer Staatsbürger und darf hier nicht wählen, aber in Italien wähle ich. Ich wähle meine Stellvertreter und bin damit einverstanden, dass ich einige Politiker, die zur Macht kommen, nicht gewählt habe. So. Andere ja. Aber diese Stellvertreter haben die Entscheidungen zu treffen und die können wir mehr oder weniger mittragen. Ja. Aber dass die hergehen und sagen, wenn ihr das tut, 100 Kilometer pro Stunde, wobei ich da auch zum Handeln bereit wäre, wenn ich Politiker wäre. Oder alle Voraussetzungen, um die Klimaziele nicht zu reißen oder die globale Erwärmung herunterzuhalten, dann wäre ich ja einverstanden. Aber sie erpressen die Demokratie. Wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie retten. Mhm. Wenn es so weitergeht, haben wir in wenigen Jahren nicht einen Krieg in irgendeiner Form, sondern einen Bürgerkrieg. Glauben Sie das wirklich? Ja.
Weil die Gesellschaft so gespalten ist. In Frankreich ist es ja sehr nahe dran mit den Gelbwesten. Ja, aber ich habe auch gelesen von Ihnen, Sie sagen, es gibt keinen Klimaschutz, aber das heißt dann, dass wir können so leben, wie wir bisher gelebt haben. Wir müssen nicht darauf achten, wie viele, welche Heizungen wir einbauen oder wie. Nein, das meine ich ganz anders. Das ist einfach die Sprache, die nicht funktioniert. Okay. Man kann das Klima nicht schützen. Das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel. Das ist immer im Wandel gewesen. Wir können vielleicht, wenn alle Wissenschaftler zusammenstehen, einigermaßen erfassen, was falsch läuft. Was wir verbrochen haben, unter Anführungszeichen, ich benutze die Sprache der Friday for Future, das ist, dass wir die Temperatur nach oben getrieben haben. So. Die globale Erwärmung ist unsere Schuld. Das hat vor allem zu tun mit dem globalen Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Und das können wir runterschrauben, indem wir weniger verbrauchen. Das ist schon in Ansätzen da. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass die Ziele nicht erreicht werden können. Also Sie sind schon der Meinung, man sollte die fossilen Brennstoffe und den Ausstoß runterschrauben, damit man eben nicht die Erde weiter erhitzt. So habe ich Sie jetzt verstanden. Aber man muss auch wissen, dass das Klima nicht schützend möglich ist, weil es eben eine Tatsache ist, die sich verändert. Das Klima ist auch nicht böse. Das Klima ist absichtslos. Und es war seit Jahrmillionen so. Und es ging aufwärts und wieder abwärts. Ich sehe selber, wie die Gletscher schmelzen. Ich beobachte seit 30, 40 Jahren, wie der Permafrost in den Dolomiten schwindet und riesige Stücke von den Bergen runterfallen. Ja. Die Verwitterung ist viel schneller als früher. Ich weiß, dass die Golfströme sich verändern. Das sind die großen Effekte. Da können wir nichts damit tun. Der Jetstream hat sich verlagert. Ja. Im Himalaya fährt er über den Everest hinweg. Das ist heute nicht mehr so wie zu meiner Zeit. In dieser kurzen Zeit hat sich viel verändert. Wir sollen natürlich was machen. Aber erstens wissen, warum wir zu dieser Situation kamen. Siehe Industrialisierung. Ja. Und zweitens, was ist möglich? Das, was jetzt von der Politik angekündigt wird, von den kritischen oder den starken jungen Leuten, die sich in großen Gruppen zusammenfinden, um Protest zu machen in irgendeiner Form, sollen wir wissen. Aber die müssen auch wissen, dass es so einfach nicht ist, wie sie es fordern. Das ist viel zu schwierig. Es wird viel länger dauern, wenn wir überhaupt was erreichen. Dann vielleicht eine einfachere Frage, die auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man eine romantische Vorstellung vielleicht hatte, zurück zur Natur zu wollen. Da geht es um die Frage der Wiederansiedlung von Wölfen und Bären. Und ich frage Sie das deshalb, weil Sie aus Südtirol kommen und in Südtirol gerade eine Bärin einen Jogger offensichtlich getötet hat. Es gibt Bilder von dieser Bärin. Es gibt auch einen Namen, die heißt Gaia. Sie ist jetzt gerade gefangen worden und wird jetzt woanders hingebracht. Sie haben schon lange gesagt, dass es ein Problem gibt, wenn man die Bären so nah an die Menschen bringt. Hier sieht man zum Beispiel die Begegnung eines Bären mit einem anderen Waldspaziergänger. Und in einem nächsten Bild wird man sehen, wie die Bären dann auch in die Städte kommen. Also, haben Sie das eigentlich kommen sehen? Ja. Dieser Entwicklung, dass es irgendwann mal zu sowas kommen muss wie einem Todesfall? Also erstens ist das nicht in Südtirol passiert, sondern in Trentino, in der Nachbarprovinz, aber ist an der Grenze. Ja. Und zweitens hat diese Bärenpopulation im Trentino, wo man sie angesiedelt hat, mächtig zugenommen. Die kamen schon seit Jahren auch nach Südtirol. Ja. Es sind schon Bären auf der Mebo, Autobahn Bozen-Meran, überfahren worden. Und wenn die Bären auf der Autobahn überfahren worden werden, dann haben sie nicht das richtige Habitat. Heute, glaube ich, ist ein Bär in Rosenheim aufgetaucht. So kommen alle daher. Und wenn es zu viele wird, wenn es zu viele sind, dann werden diese Bären aggressiv. Dann haben sie nicht mehr das richtige Habitat. Die brauchen große Flächen in Tibet, im Osten von Tibet, in Sibirien. In den Karpaten ist genügend Platz. Aber diese Bären, das ist das Problem, sind angefüttert worden. Ein Hotelier hat da Futter ausgelegt, auf das die Touristen diesen Bären aus dem Frühstückszimmer fotografieren können. Ja. Und das macht die Bären dann nicht böse oder aggressiv, aber sie wollten dann, ohne selber auf Futtersuche zu gehen, das Futter irgendwo einfach geschenkt kriegen.
Und damit und dann kommen sie zu nahe dem Menschen und ja. damit gibt es die Konflikte. Aber was folgt daraus? Dass diese ganze, sage ich jetzt mal, die Idee, dass man da wieder wilde Tiere eben auch in unsere Breiten ansiedelt, ist die falsch? Wenn wir die Bären so behandeln, wie sie behandelt gehören, ist es kein Problem. Wir haben jetzt zu viele. Mhm. Der eine wird jetzt, vielleicht nimmt ihn jemand. Es gibt in Deutschland nicht ein Gehege, aber einen Raum im Schwarzwald, wo Bären sind. Die gehen sehr gut damit um. Die haben eine Stiftung gegründet, die Bärenstiftung, und sind beim Forschen. Das finde ich sehr interessant. Das ist der eine, aber es sind ja noch mehr. Und die anderen könnte man eben in die Karpaten aussiedeln. Aus dem Raum aussiedeln, nicht alle, aber einen Teil. Dass die Population zur Fläche passt, wo sie sind. Wir Menschen haben, wir Europäer haben die Bären ausgerottet vor 100 bis 150 Jahren zurück, haben den Umgang mit diesen Wildtieren, mit diesen Raubtieren verloren. Wir haben die Kultur nicht mehr. Mhm. Wir haben auch nicht gelernt, unsere Herden, Schafe, Ziegen, Pferde zu schützen. Ja. Viel gefährlicher als der Bär in diesem Zusammenhang ist der Wolf, weil er Rudel bildet. Und die Bauern in Südtirol beginnen zu jammern und sagen, wenn das so weitergeht, gehen wir weg. Man darf die Wölfe nicht schießen. Und das braucht eine Regelung, eine EU-Regelung, die genau festlegt, wer darf den Abschuss erlauben, Bürgermeister, Landeshauptmann bei uns in Südtirol. Ja. Und wie viele Bären, Wölfe erträgt ein Habitat, ein bestimmtes Flächenhabitat. Zeigt also, dass da, wo der Mensch eingreift, es nicht alles so einfach ist und es nicht auf jeden Fall von Anfang bis Ende linear ist. Herr Messner, Sie waren überall fast auf der Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es eigentlich einen Ort, wo Sie noch mal hinwollen? Oder würde es Sie mal reizen, mit Elon Musk auf den Mars zu fliegen? Nein. Auch wenn er mir schenkt, fliege ich nicht mit. Es gibt nichts Langweiligeres, als da hochgeschickt zu werden, wieder runterzukommen. Sie müssen dabei gar nichts tun. Sie können dabei gar nichts tun. Im Fernsehen sehe ich das besser. Mhm. Wir können nur Erfahrungen machen, wenn wir in Eigenverantwortung und in, ja, auch in Eigenentscheidung hinausgehen in die Welt. Wir können die Welt am besten ausmessen als Fußgänger. Und wo würden Sie noch gerne hingehen? Noch einmal zum Kailash, nach Tibet, zum heiligsten Berg der Welt. Vielleicht auch nach Patagonien, wo ich des Öfteren war. Das ist auch ein fantastisches, fast leeres Land, also wo die Menschen nicht eingegriffen haben, ist die Welt am schönsten geblieben, am aufregendsten geblieben. Ich gehe meistens dorthin, wo die vielen anderen nicht sind. Aber auch Bhutan, wo Sie gerade waren, ist eine fantastische Gegend, eine großartige Kultur, die ziemlich sauber geblieben ist, ohne jetzt die typische westliche Einmischung. Aber auch dort wird es wahrscheinlich über kurz oder lang ankommen. Der Tourismus geht überall dorthin und nimmt der Natur das, was die Touristen eigentlich anzieht. Weil die Sehnsucht einfach da ist. Und Sie haben sie mitgeweckt. Danke, dass Sie heute einen Teil dessen, was Sie erlebt haben, mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank, Reinhold Messner, für den Besuch. Vielen Dank.